Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil für die Switch. Wenn mir das alles gefällt, ja auch mit dem Remaster, weiß ich noch nicht genau, dann werde ich bestimmt auch Resident Evil Zero nochmal spielen. Was heißt nochmal? Das habe ich noch nie gespielt, Resident Evil Zero, muss ich zugeben. Obwohl ich ein Fan von Resident Evil bin, aber irgendwie ist mir Zero untergegangen, damals für Gamecube. Kam irgendwie zu einer Zeit raus, wo der Gamecube irgendwie nicht so attraktiv war für mich. Egal, so, wir machen erstmal hier weiter. So, wir haben gespeichert gerade eben. Dann geht's hier weiter. Raus. So, die Uhr nervt auch ganz schön, wenn sie da rumtickt. Deswegen geht's erstmal hier weiter. So, okay. Gut, also wir haben. Unten kommen wir nicht runter. Oder auch nicht. Wir haben aber so ein komisches Ding da gefunden, so ein Symbol. Jetzt müssen wir gucken, dass wir woanders weiterkommen. Wir können aber nirgendwo reingehen. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, dadurch zu gehen, glaube ich, ne? Also hier unten haben wir sozusagen geklärt, die Tür konnten wir nicht aufmachen. Sieht man ja an den roten Türen. Das sind alle die Türen, die wir nicht aufmachen können. Halt mal. Hinten können wir auch noch weitergehen, sehe ich gerade. Bei der grauen Tür, die haben wir nicht getestet. Und da sollen wir nochmal hingehen. Sehe ich gerade. Gucken, wo die hinführt. Ja, das machen wir als erstes. Gehen wir zurück. Komm nie hier runter. Komm, kleines Fräulein. Ja, jetzt deine Hüfte, ne? Wie? Du? Kitchen. So. Obwohl sie schon jetzt ein toughes Mädchen ist, ne? Muss man auch sagen, man. Muss ich auch irgendwie durchsetzen bei den ganzen Kerlen da. So, mal gucken. Bill Burton hat sich auch abgesetzt. Der Spacko. Wir sind fast alleine. Also, hier ist ja der Zombie, den wir gerade eben gekillt haben. Oder gerade eben, in der letzten Folge. Und der kommt auch nicht wieder, taucht auch nicht wieder auf. Schon mal gut für uns. Aber man konnte ja hier auch noch weitergehen, das steht sich gerade. Habe ich von Ihnen überhaupt das... Oh, habe ich ganz vergessen. Er hat da noch was liegen. Und zwar ein Film. Da brauchen wir natürlich einen Videorekorder, um das zu sehen, was er da hat. Und hier geht es ja auch weiter. Zack. Er geht sogar auf. Okay. Geht da hin. Da. Gut, dass wir die Tür auch noch gefunden haben. Oder auch nicht. Oh Gott. Ich bin jetzt was anderes, oder? Pistolenmagazin gefunden. Perfekt. Ich weiß nicht mehr, wie man nachlädt. So, okay. Gut, hier war mal ein Vogel drin, wie man sieht. Ein großer Vogelkäfig. Daran liegt ein toter Rabe. Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal das gut. Oh, lassen Sie Kräuter mal nehmen. Denn die, damit können wir uns heilen. Hinten habe ich gerade gesehen, lag einer. Konnte man die nicht kombinieren, die Sachen? Ne? Verwenden. So, ist er wieder gesund? Gut, wir machen Munition. Hier liegt einer. Ist das ein Zombie oder nur ein Toter? Frage, ne? Eine Leiche liegt auf dem Boden. So als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Okay. Gab es hier noch irgendwas anderes machen können? Außer den coolen Hutständer da? Nein. Dann lass mal nach oben gehen. Ja. Ah, die Atmosphäre ist ganz cool mit den Lichteffekten. Das gab es natürlich damals nicht, ne? Nicht in dem Stil. Oh, die geht auch auf. Gut. Ah. Panzer? Noch eine Pflanze? Nehmen wir auch mit. So, damit man mehr tragen kann, das finde ich irgendwie, wir haben ja nicht so viele Taschen hier, kombinieren wir die Sache mal wieder. Ich habe mir schon Angst. Ich gehe jetzt mal hier raus. Ja, von da gekommen gerade? Nee. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang.
Vertrauenserweckend. Okay. Das sieht auch nicht so gesund aus. Ein Schlüssel. Möge wir dieses Symbol nimmt, Frieden und Tod finden. Also das Ding von hinten wird wahrscheinlich gleich loskommen. Oh. Scheiße. Was kann man hier nochmal machen? Warte. Okay, wir brauchen einen anderen Schlüssel, um den Schlüssel tauschen zu können. Sonst wird das nichts. Gut. Gucken wir mal, ob wir einen Schlüssel finden. Denn so. Ja, wenn die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol ist einfach. Shit! Ich habe noch keinen Ersatzschlüssel, den wir dafür nutzen können. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass es sowas hier gibt. Ja. Bringt uns nichts, also müssen wir zurückgehen. Warte kurz. Raus. Gut, wir brauchen also einen Attrappenschlüssel, den wir da reinstecken können. Den finden wir schon noch. Nur nicht gerade jetzt. Ah, okay. Ja, da kommt einer. Aber können wir vielleicht von hier erledigen. Hat er uns nämlich gleich im Visier. Oder hier rum? Ja. Ich hoffe, er ist wirklich tot jetzt. Ja, müsste sein, ne? Nix. Ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, von der anderen Seite. Ein Pfeil. Goldener Pfeil mitnehmen, klar. Was noch Munition? Mitnehmen. Achso, okay, von da sind wir gekommen. Zwei Türen. Die ausprobieren. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, hier. Die haben die Tür aufgeschlossen. Au! Hab ich schon mit meinem Dietrich gemacht, ne? Aha! Sind wir hier, okay. Munition haben wir. Los. Jetzt einmal zurückgehen. Kurz auf die Karte gucken gleich nochmal. Okay. Schon mal gut, dass wir eine kleine Abkürzung gefunden haben hier. Wenn es eine Abkürzung ist. Also, da sind wir durch. Da kommen wir dahin. Weitergehen. Okay. Und zurücklaufen. Wo hatten wir das denn mit dem Pfeil gesehen? Ja, wo konnten wir noch einen Pfeil reinsetzen? Wo war das denn? Kann ich da noch erinnern? Irgendwo konnte man einen Pfeil einsetzen. Wo das genau war, weiß ich gerade gar nicht. Anscheinend habe ich auch mich irgendwie vertan, weil irgendwo haben wir auf jeden Fall so vor, als ob man das machen könnte irgendwo, aber den Fall brauchen wir bestimmt für irgendwas.
Steuerung ist wirklich fake. Gehen wir wieder raus. Okay. Ah, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen gefunden, die wir noch nicht wirklich für irgendwas einsetzen können. Aber vielleicht finden wir ja noch was. Nicht große Mühe machen, der ist tot. Haben wir hier alles erforscht? Ah, eben. Genau, den Gang hatten wir durchgeforscht und da kommen wir runter, aber da ging es nicht weiter. Warum ging es denn da nicht weiter? Ne, da ging es nicht weiter. So. Das ist die Villa ausgeschossen, genau, da ging es nicht weiter. Gut, aber hier haben wir jetzt erstmal alle Türen aufgeschlossen. Soweit. Das heißt, wir können jetzt nur noch drüben weitergehen. Ja. Also nur noch raus. Okay, gehen wir in diese Richtung erstmal weiter. Bam, bam, bam. Bada, bada, bam, bam. Okay. Ein schwer aussehender Krug. Ne, warte mal. Ich muss mal kurz orientieren hier nochmal. Denn, genau, da rechts. Ne? Unten im Keller kommen wir auch nicht rein. Wir konnten ja noch gehen, ne? Lass mal hochgehen. Ich habe ja noch die Tür hier vorne. Hier durch. Mal probieren. Probieren wir mal. Okay. Hier. Da liegt irgendwas? Was? Schrotflinten. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Ja, geil. Das ist ja super. Das hier? Huch. Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist ein Einbruch für einen Pfahl. Da können wir unseren Pfeil einsetzen, glaube ich. Passt so nicht in diese Einbuchtung. Warte mal, vielleicht können wir den mal prüfen, den Pfeil. Und irgendwas mit machen. Außer als könnte man sie abnehmen. Ah, okay, guck mal. Aha. Okay, lass mal runtergehen. Eine Steinschule mit einem Loch anstelle der Augen. Eine Steinschule mit Löchern anstelle von Augen, Nase und Mund. Eine Steinschule mit einem Loch anstatt einer Nase. Ein Loch anstatt eines Mundes. Okay. Flammen ruckeln heftig. Ein Buch ist in die Einbuchtung eingepresst. Buch, der Funk mit. Ja, nimm mal mit. Gucken wir uns mal an das Buch. Aha. In Buch ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Ja. Wir haben folgendes Hausschlüssel. Buch der Verfluchung. Buch der Verfluchung. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Und eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden,
erwacht die Macht des Bösen. Okay. Warte, lass mal die Gesichter nicht so tun hier. Aber lass uns doch einmal kurz den Schlüssel angucken, den wir da haben. Mit einem Schwert. Der Schwertschlüssel. Gut, den haben wir schon mal. Hat er gesagt? Nein. Ja. Eine, die nichts Böses sagt. Nichts sagen, nicht riechen, nichts sehen. Okay. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses sieht. Ja. Eine, die nichts Böses. Kann man die in der richtigen Reihenfolge machen? Ich weiß es gar nicht, warte mal. So, warte mal. Also erstmal sagen, riechen, sehen und dann die, die alles kann, okay. Sagen, riechen, sehen. Also das ist die Sargtante. Das ist die Riechtante. Das ist die Seetante. Das ist die alles. Wir können hier gerade nichts machen, glaube ich. Gut, dann gehen wir mal raus wieder. Wir kommen wieder zurück. Jetzt haben wir wieder den Schwertschlüssel. Den können wir ja im Haupthaus irgendwo benutzen, garantiert. Und wir gucken mal. So, also. Hier sind wir über Schrotflinten-Scheiß. Das können wir schon benutzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten benutzen. Auch so doof, so wenig mitkam. Wir haben noch keine Kiste gefunden. Da müssen wir die Munition später reintun. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Hier geht es definitiv nicht weiter. Gut. Also das Schwertsymbol, ich kann mich echt nicht erinnern, wo das Schwertsymbol war. Jetzt müssen wir leider die Tür nochmal abklappern. Was natürlich ärgerlich ist. Aber auch das kriegen wir hin. Lass uns jetzt mal oben anfangen. Oben war ja auch eine Tür, die zu war, wo irgendwas eingraviert war. Ja. Gerade hat im Kopf. Aber diese Tür nicht, die kommt dafür da rein. Das ist die, die von der anderen Seite verschlossen ist. Hier ist verschlossen. Eine Rüstung. Okay, hier ist die Rüstung drin. Was hier drin? Der Schlüssel, siehst du. Gut, gehen wir da mal rein. Und danach müssen wir mal speichern, glaube ich. Weil. Das ist echt. Schwierig. Wie viel Schuss haben wir? Hier ist, scheint es nichts Nützliches zu geben. Hier? Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Hier war noch eine Tür, die Tür müssten wir erstmal vorher. Tür ist verschlossen. Eine Rüstung. Okay, hier brauchen wir die Rüstungssymbole. Beide Schlüssel. Mehr Objekte können sie nicht tragen. Was ist denn das? Oh, da können wir rein. Hier können sie nicht. Oh Mann! Ich kann auf jeden Fall mit dem Petitionmagazin. Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endet das Spiel mit einem Schachmatt.
können wir gerade gar nichts machen hier. Bücher über die Völker. Das ist nicht ärgerlich. Aber hier ist doch ein Schild. Was? Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen... Okay, das wissen wir alles. In diesem Buch... Okay. Also wir wissen ja, mit den Kräutern kann man zum Beispiel mischen. Es gibt so gelbe, rote und grüne Kräuter. Komm mal raus. Vielleicht zu viel des Guten. Problem ist, ich will die Nerven einfach nur noch. Die müssen wir töten, sonst haben wir die ganze Zeit an den Backen. Wir hacken. Und hier sind wir gekommen, ne? Oder von, sind wir von hier gekommen? Aus der Karte gucken. Ne, wir sind von oben aus dem anderen Raum gekommen. Okay. Testen wir die Tür mal hier. Die haben die Tür aufgeschlossen. Gehen wir mal rein. Testen wir mal. Natürlich gut sein, dass da jetzt ein Zombie drin ist. Uff. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Gut, gut. Wieder eine kleine Abkürzung. Da hat noch ein Zombie gebrüllt, ne? Ich hoffe nicht, dass noch einer ist, der da rumläuft. Zwei killen, was sehr, sehr nervig wäre. Dann sind wir rausgekommen. Hier müssen wir hier weiter, würde ich sagen. Hier ist verschlossen. Eine Rüstungssymbol. Okay, eine Rüstungssymbol haben wir nicht, so ein Scheiß. Okay, da können wir rein. Ah, guck mal. Nein, wir können nichts mitnehmen. Unsere Gesundheit ist leider auch sehr gut. Leerer Kamin. Den kann man garantiert anzünden. Los, da können wir natürlich jetzt gerade nicht das Dings mitnehmen. Wir brauchen unbedingt den Raum, wo die Kiste ist. Wir brauchen einen Kistenraum. Da kann man speichern und das ist eine Kiste, wo man Sachen reinlegen kann. Die man immer wiederholen kann, wenn man die für irgendwas gebrauchen kann. Das wäre jetzt dringend vonnöten. Leider weiß ich nicht, wo der Kistenraum sein kann. Auf die Karte. Wir müssen ja trotzdem testen, dass wir irgendwann hinkommen. So. Gehen wir erstmal runter. Unten wartet ja auf jeden Fall ein Zombie auf uns. Was aber nicht schlimm ist. Wir haben ja noch 15 Schuss. Yes, da ist der Head weg. Das tut mir leid für dich. Du hässlicher Zombie. Hier ist noch eine Pflanze. Also, die erlösende, damals war immer eine bestimmte Melodie, wenn man reingekommen ist zu dem Dingsraum. Und dann wusste man, da ist die Melodie. Und da ist die Schreibmaschine und hier ist auch die Kiste. So, pass auf. Hier können wir ein paar Sachen reinpacken, die wir jetzt im ersten Moment vielleicht nicht brauchen. Machen wir jetzt mal. Erste Hilfe, ja, guck mal, hier sind noch ein paar Farbbänder drin. So, wir machen erstmal so, dass wir... So, dann Pistolenmagazine. So, erste Hilfespray brauchen wir jetzt auch nicht gerade. Ein paar Sachen von uns mal reinlegen. Wie zum Beispiel das Ding packen wir rein. Den Diamanten packen wir rein. Schlüssel brauchen wir. So, Munition nehmen wir auch mit. Gucken wir uns den Flachmann an hier. Treibstoff können wir jetzt dann mitnehmen. Da. Und den packen wir trotzdem erstmal hier rein. Oh, hier liegt noch Munition. Oh, warte, da lag da noch ein Brief rum. Da.
Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwacht werden. Es gibt jedoch Methoden, um die erneute Aktivität zu unterbinden. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle Fälle, die noch jegliche Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen, um es zu entzünden. Das mussten Sie selbst finden. Okay. Gut. Öl im Keller, das können wir noch holen. Aber jetzt schreiben wir erstmal hier drauf. So, wir schreiben drauf und dann haben wir auch erstmal für heute genug in der alten Villa rumgespukt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.